Einen wunderfröhlichen Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe bringe ich wieder mal einen Klassiker zur Geltung. Stelle ich euch mal vor. Bleibt also dran, wenn es euch interessiert. Habe ich heute Schönes wieder mitgebracht. Heute habe ich den Klassiker, die Agfa Optima 200 Sensor von 1968. Ist anscheinend die zweite Generation und 35 mm Film. Hat ein paar Besonderheiten. Erstens diesen orangenen Dot hier gut zu sehen. Das soll erschütterungsfreier auslösen. Also ein sehr empfindlicher Auslöser. Und was hat es noch für Besonderheiten? Gut, ist er 42 mm, also relativ weitwinklig, kann man eigentlich nicht sagen, knapp unter Standard, weil 50 mm ist ja mehr so der Standard. Blende von 2,8, also doch relativ offenblendig, geht eigentlich. Gut, Besonderheiten, genau. Einmal hatten wir eine Klappe. Das heißt, der Film wird hier eingespult und ist auch gleich lichtdicht. Das heißt, wenn man aus Versehen mal die Klappe öffnet, kann jedem mal passieren, ist der Film nicht gleich belichtet und die Bilder, die da drin sind, sind schon mal geschützt. Das hat einen riesen Vorteil. Und eben, was ich auch klasse finde, ist der Rückspulmechanismus, aber dazu komme ich beim Zurückspulen. Gut, hat 4 Einstellungen. Hier sieht man bloß mein Symbol nicht wieder. Also eine Person, zwei Personen, Gruppenbild, Landschaftsbild. Und hier unten ist auch nochmal eine Skalierung in Meter und in Fuß. Also Naheinstellgrenze liegt bei 1 Meter bis unendlich. Und hier unten kann man noch sehen, kann man noch die Blende verstellen von Blende 11. Bis 16, 22, 27, obwohl ich heute wahrscheinlich bei dem schönen Wetter mit der Blende 11 durchgängig mal fotografiere. Und ein Zellcounter ist dabei. Bisschen ungewohnt ist es allerdings für mich, weil ich bin ja gewöhnt, dass man hier mit der rechten Hand spult. Das macht man bei der hier unten. Gut, aber jede Kamera ist ja ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir legen jetzt einen Film ein. Heute werde ich mal ein Agfa Color Agfa Gold nehmen, genau, Aquacolor, Aquagold, passen natürlich zur Kamera, mit 200 ISO und dann geht's mal los. Stopp, bevor ihr weiterschaut, ganz kurzer Einwand noch, ihr habt die Bilder schon gesehen gehabt, also ich habe das Video noch nicht geschnitten und ich muss ehrlich sagen, die Bilder sind teilweise so unterirdisch. Da ist mir aufgefallen, wenn ich die in Farbe belasse, dann schaut sie das Video nicht mehr weiter an. Drum blende ich teilweise 2 Bilder ein. Einmal in Farbe, also so wie es verkorkst war, und einmal in Schwarz-Weiß. Gell? Dann ist es vielleicht einigermaßen erträglich und die Bilder kann man einigermaßen anschauen. Aber beim Resümee erkläre ich weiter. Ja, dann gucken wir doch mal, wie sich hier die Agfa Optima 200 Sensor schlägt. Gut, man sieht ja hier schon Selen-Belichtungsmesser, aber ich glaube, der wird aufgrund der Jahre nicht mehr funktionieren. Machen wir es einfach mal auf gut Glück. Hauen wir mal ein Kodak Gold 200er ISO einfach mal durch, 24 Bilder. Schauen wir mal, was wir da für schöne Fotos kriegen und ob es überhaupt was bringt. Das ist dann der Nachteil, wenn man mal keine Zoom-Kamera dabei hat. Ja, jetzt gerade diesen Rahmen fotografiert. Ich hoffe, man kann ihn erkennen. Ich weiß nicht, ich blende jetzt mal ganz kurz ein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, zum Fotografieren war das dann schon ein bisschen schwierig, weil mit so einem weitwinkligen Objektiv, nämlich, was hat denn das überhaupt nochmal? Das hatte
Ich glaube 28 mm. Also ist doch recht weitwinklig. Und da jetzt so ein geflügeltes Ungetier zu fotografieren ohne Zoom, ist wie gesagt schon schwierig. Ja, laut meinem Zählwerk, was ja hier unten ist, habe ich schon die ersten 10 Bilder gemacht. Ja, 14 gehen noch, das ist ein 24er Film, ist ja der Kodak Gold mit 200 ISO, das habe ich ja schon gesagt gehabt. Und schauen wir mal, was wir noch entdecken. Ich hoffe mal, es ist ja meistens so, da ist man limitiert und da denkt man, da macht man das Foto noch, da macht man das Foto noch, dann ist der Film voll. Kann ja bei einer digitalen schlecht passieren. So, aber ja, oder man kommt mit einigen Fotos, kann man sagen, oder mit noch einigen Auslösern, kann man sagen, zurecht, also dass noch was übrig bleibt. Das ist eben das an der analogen Fotografie, aussuchen und einfach schauen. Ja, heute ist wieder mein Maskottchen mit dabei, mit Glocke. Ja, und da muss man natürlich auch ein schönes Foto machen. Und jetzt habe ich gerade diesen Pfad entdeckt, schwer zum Sagen entdecken, ist gut gesagt. Die stehen halt hier rum. Nee, habe ihn da oben auf diesem Pfahl drauf. Und das Kreuz im Hintergrund. Schauen wir mal, ob es was geworden ist. Jetzt bei der Jugendalte. War jetzt schon lange nicht mehr. Ja gut, aber auch durch das Corona-Gedöns und den scheiß Lockdown und alles, da hat man auch gar keine Lust, großartig rum zum Reisen, zum Tun zu machen. Und ja, jetzt sieht man auf jeden Fall im Hintergrund, warte, ich drehe euch mal. So, da sieht man mein Heimatdorf und da ungefähr. Ja, und es wäre natürlich eine Schande, wenn man von hier oben nicht ein wunderschönes Foto probieren würde, gell? Jetzt noch eine schöne Aufnahme mit den Bergen und dem Kreuz so ein bisschen im Vordergrund. Schauen wir, ob es was wird. Die Berge sind ja richtig schön schneebedeckt. Blauer Himmel. Gerade im Farbfilm schaut es bestimmt ganz cool aus. Probieren wir es einfach mal. Laut meinem Counter sind es noch 10 Bilder, was ich machen kann. Also 14 sind verschossen. Und schauen wir mal, was wir noch finden. Also den Film kriege ich auf jeden Fall noch voll. Die Landschaft ist hier so toll. Also da kriegt man schon noch einiges zu Weg hier, ja? Wie man so schön sagt bei uns. Ja, jetzt gerade noch das Pärchen hier auf dem Baumstumpf fotografiert. Schauen wir mal, ich meine, warum nicht? Gell? Also, das ist das dann Street-Fotografie oder Land-Fotografie? Weiß ich nicht. Naja, ich fand es nett von der ganzen Kulisse und allem her. Ja, jetzt hätte ich doch beinahe vor lauter Landschaft und allem drum und dran ein Bild von den Hündchen vergessen. Also haben wir noch schnell eins gemacht. Hoffentlich ist es was geworden, gell? Wie ihr gerade sehen könnt, also ich blende es mal ganz kurz ein, ist jetzt hier ein so Herrenhaus oder Schule oder irgendwas war das mal. Ich kann mir entsinnen, dass das da mal irgendwas geheißen hat, dass das was war. Auf jeden Fall mitten im Wald. In der Nähe vom Alpsee und da machen wir natürlich ein schönes Foto davon. Ja? Laut meinem Zählwerk sind es noch 2-3 Bilder höchstens noch. Ich glaube, ich bin so bei 21, 22 rum. Ich kann hier gerade noch ein bisschen mehr schauen. Ja, 22 zeigt es mir an, 24er Film. Also, wie gesagt, 2, maximal 3 Bilder gehen noch.
diese Zählwerke sind ja nicht immer ganz so genau. Und dann geht es mal ans Entwickeln. Dann schauen wir doch mal, was wir da Schönes rausbekommen. Noch schnell was eingekauft und ich hoffe, ihr könnt mich noch sehen. Es wird nämlich jetzt wirklich langsam schnell dunkel. Langsam schnell dunkel, ja, genau. So, der Film ist auf jeden Fall voll. Und was ich an der Kamera ganz interessant finde, ist der Rückspulmechanismus. Das funktioniert nämlich folgendermaßen: Man drückt hier einfach hoch, rein und hoch. Und dann ist der hier blockiert. Und dann wird der Film zurückgespult, wie als ob man einfach aufzieht, also den Schnapper spannt. Und das funktioniert wunderbar. Und so geht dann der Film wieder zurück. Und das ist meine coole Erfindung. Ja. Investition, hätte ich bei mir gesagt. Nee, das ist eine coole Erfindung. Und das ist ein bisschen mühsam. Muss man auch ein bisschen mit Gefühl machen, dass man nicht durchrutscht. Beziehungsweise ich habe es ja auch schon mal geschafft, einen Film zu zerreißen. So, aber jetzt geht es langsam leichter. Vielleicht sieht man auch was am Counter. Ja, der Counter ist auch wieder zurück. Also, jetzt wenn ich aufmache, müsste der Film jetzt zurückgespult sein. Ja. Dann kann ich mich mal ans Entwickeln machen. Die Fotos sind entwickelt und wie ich in dem kurzen Zwischenvideo erklärt habe, also teilweise sind die wirklich unterirdisch. Ich weiß nicht, woran es lag. Lag es wirklich vielleicht an der Kamera, obwohl ich mir das zwar nicht vorstellen kann. Und am Entwickeln kann es irgendwie auch nicht liegen, weil ich habe den Film mit einem anderen Film zusammen entwickelt. Gleiches Prozedere etc. Und es hat funktioniert. Also der andere Film ist was geworden, da sind die Farben einigermaßen in Ordnung gewesen. So, der Film war auch nicht abgelaufen, das waren niegelnagelneue Filme. Ich glaube, 2023 ist der erst abgelaufen, also von dem her kann das auch nicht liegen. Das Einzige, was ich mir höchstens vorstellen kann, ist, dass ich einen Montagsfilm erwischt habe. Ah, was willst du machen, was willst du machen? Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Rückschläge gehören in unserem Hobby oder in unserem Beruf oder wie auch immer natürlich mit dazu. Und es kann nicht alles immer toll und rosig und wunderbar sein. Drum habe ich mich auch entschlossen, da dieses Video jetzt zu veröffentlichen. Gut, das eine oder andere Bild habe ich mir gedacht, mache ich in schwarz-weiß, wandle ich in schwarz-weiß um. Obwohl es eigentlich ein farbiges Bild wäre. Weil es hat dann doch einen gewissen Retro-Charme, meiner Meinung nach. Aber in Farbe, wie gesagt, wäre das unterirdisch gewesen. Und drum habe ich halt so entschieden, weil ich meine, man hat die Filme auch, sich die Arbeit auch damit gemacht, auch mit dem Video aufnehmen und alles drum und dran. Und wie gesagt, ich scheue mich ja nicht vor Rückschlägen. Daher habe ich mich dann doch dazu durchgerungen, nicht alles zum Löschen oder wegzuschmeißen, sondern einfach auch mal. Es geht ja eigentlich um die Kamera. Und vielleicht ist es auch eine Montagskamera, ich habe keine Ahnung. Ja. Also, ich sage jetzt normalerweise ja, wenn euch das Video gefallen hat, aber da bin ich jetzt ehrlich, wenn ihr mir da auch einen Daumen nach unten gebt, dann kann ich auch bei dem Video, beziehungsweise so mit der Qualität der Fotos oder wie auch immer, kann ich auch damit leben. Ja, wie gesagt, Rückschläge gehören mit zu unserem Metier. Ansonsten hoffe ich, dass ihr mir trotzdem weiter meine Videos anschaut und bleibt mir treu, ja. Und gut Licht, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.